Der Verein Perspektive Kino machte bei seiner 5. Sommerkinovorführung Halt im Schloss Ummerfeld. Ein Ambiente, das nichts zu wünschen übrig ließ. Ich liebe Schlösser und da einen guten Film anzuschauen ist natürlich was Besonderes. Ich kenne das Ambiente schon von früher her, ja, also von Konzerten und so weiter. Also ich finde es sehr schön und fürs Kino sowieso auch. Optimal, würde ich sagen. Wunderschönes Wetter, lauer Sommerabend. Ja, ich finde das super, darum bin ich auch gekommen, weil das Ambiente erhöht die Attraktivität vom Film. Bei der Filmauswahl setzte man dieses Mal auf einen mehrfach ausgezeichneten Streifen. Ja, also wir zeigen heute Fuchs im Bau. Das war sozusagen der Featurefilm der Diagonale 2021. Wir sind froh, dass wir heuer wieder Sommerkino machen können. Ist ja aufgrund der Corona-Lage alles andere ist selbstverständlich. Und wir freuen uns, dass wir wieder ein kleines Publikum da im Schloss Ulmerfeld begrüßen können. Wir waren letzte Woche in der Kulturkirche St. Marien und das war da schon wettertechnisch und filmtechnisch und auch besuchertechnisch sehr, sehr gut. Wir haben auch heute schon 32 Reservierungen für Fuchs im Bau und wir sind zuversichtlich, dass wir am Samstag für den letzten Film dann, die Kunst der Nächstenliebe, auch ganz gut ausreserviert sind. Der Verein Perspektive Kino sorgt immer wieder für spannende Filmerlebnisse und hat sich in Amstetten bereits einen Namen gemacht. Also ich finde ihn ganz wichtig. Erstens einmal sind die Filme sehr gut, informativ und gut und der heute ist sicher gut. Es sind recht interessante Themen, Filme, die wirklich gut sind, die man so im Kino ja nicht sehen kann. Ja, ich kenne den und ich gehe da sehr gern her. Ich weiß, wenn es da einen Film gibt, der ist immer sehenswert. Weil es auch sehr kritisch ist, das Ganze. Ne? Und weil man wird auch sehr mitgenommen für die Filme. Selbst wenn es mit Untertitel ist, wenn man sich so einen Film anschaut, das ist schon sehr. Also man muss sehr viel nachdenken nachher, wenn man heimgeht. Perspektive Kino ist ein Filmverein aus mehreren Leuten aus Amstetten. Uns gibt es im Wesentlichen schon seit über 30 Jahren. Wir haben früher Südfilmfest geheißen, also von da kennen uns noch viele Leute. Wir spielen Arthouse und Independent Kino und wir legen auch sehr großen Wert darauf, dass man nicht nur international bekannte Programmkinofilme spielen, sondern wir schauen auch immer auf die regionalen und heimischen Filmemacher und wir werden sicher im Herbst den einen oder anderen dann auch in Amstetten da begrüßen können. Infos zu kommenden Veranstaltungen inklusive dem Programm gibt es im Internet. Am besten kann man sich über unser Filmprogramm informieren auf unserer Homepage www.perspektivekino.at. Wir sind genauso auf Facebook, wir sind auf Instagram und auch, was auch ganz wichtig ist, ab September haben wir eine neue Spiellocation. Wir sind im Yellow Club. Am Dienstag und am Mittwoch, also an den gewohnten Spieltagen unterm Jahr, spielen wir dann im Yellow Club und da gibt es dann Programmkino, so wie man es halt von Perspektive Kino kennt. Für Kurzentschlossene gibt es beim nächsten Themenkinostopp am 26. August in der Kulturkirche St. Marien den Film von Michael Memelauer Das Land, der Bischof und das Böse zu sehen. Platzreservierungen per Mail an kontakt@perspektivekino.at. Na dann, Film ab!